Hey, hey, hey und hallo. Es ist soweit, es ist BerlinCon. Es ist großartig, es geht endlich los. Und wo wäre ein besserer Moment, als zu starten, als auf dem Flohmarkt. Der wird hier gerade noch aufgebaut. Das hiesige und fleißige Flohmarkt-Team mit das Herz der BerlinCon, die sind noch dabei. Eure Sachen sind hier noch nicht da. Hier ist aber schon ganz viel Zeugs vom Flohmarkt-Team, was die abgegeben haben. Ich habe mein Zeug schon abgegeben. Hunter hat ganz viel Zeugs abgegeben. Und ja, was soll ich sagen? Es sieht jetzt schon großartig aus. Und ich sage euch was, es ist so wundervoll, es ist klimatisiert hier, es ist einfach ein Träumchen, weil es soll auch wieder, ja, 31, 32 Grad werden und das ist super, es ist klimatisiert und ich weiß, ihr wollt nicht unbedingt mich sehen, ihr wollt hier einen Eindruck haben, den gebe ich euch hier. Es ist hier noch leer, natürlich, weil eure Sachen noch fehlen, aber wie gesagt, ihr seht, es ist viel Platz. Hier zum Beispiel im Bereich für wahrscheinlich Promos, Trading Cards und sowas. Das ist dieses Jahr so auch ein bisschen größer und neuer. Hier ein bisschen kleinere Spiele. Und hier hinten wird es die großen Bundles geben, also auch hier deutlich mehr Platz. Ich habe ja auch schon einiges Trick abgegeben. Oh, ein Smash-Up-Bundle, das würde ich aber ganz schnell kaufen. Hust, Hust, Hüstel. Aber ich habe schon ein bisschen drüber geguckt. Wieder sehr, sehr coole Preise, coole Aktion. Also ich glaube, wer hier kein Schnäppchen macht, der spielt Rommi oder so ähnlich. Naja, ihr wisst schon. Und wie gesagt, es ist noch lange nicht gefüllt. Eure Sachen fehlen noch, da wird noch einiges kommen. Da ist der Björn, den überfalle ich jetzt mal. Björn! Es ist ja bisher noch einiges, was kommen wird von den ganzen Leuten. Wie viele Spiele wird es geben dieses Jahr? Gute 7.000, denken wir. Gute 7.000, da geht was. Also wer da nichts findet, der... Ist selber schuld oder der ist kein Brettspieler. So, oder hat eine Sammlung, wie ich mal gehabt habe. Oder hat eine Sammlung. Und ich habe trotzdem immer was gefunden. So ist es. Nein, es ist großartig und man kann wirklich nur sagen, was das Flohmarkt-Team hier wieder auf die Beine stellt, ist enorm. Man kann dem Team wirklich nicht zu Genüge danken und die hauen hier richtig, richtig rein. So, und ich nehme euch jetzt einfach mal mit zu einem anderen Spot hier von der Con. Hier ist der Bühnenbereich. Hier wird es auch am Sonntag mein Brett zum Sonntag live geben. Hätte mir jemand gesagt, dass die Bühne so groß ist, hätte ich mir das nochmal überlegt. Irgendwie werde ich jetzt doch ein bisschen nervös, auf so einer Bühne zu sitzen. Das ist schon hui. Da werden auch noch mehr Tische aufgestellt. Und was passieren wird? Hier wird die Schlange vom Flohmarkt entlang geführt, sodass die Leute, die in der Schlange warten, auch ein bisschen was vom Bühnenbereich mitbekommen und dadurch auch ein bisschen unterhalten werden und auf der Bühne vielleicht auch ein bisschen, ja, mehr Aufmerksamkeit passiert. Ansonsten, ja, es fühlt sich einfach schön an, dass es hier klimatisiert ist. Und da haben wir schon, da haben wir Mr. BerlinCon persönlich. Nicht Alex, sondern Johannes. Johannes, ich filme hier gerade, mache eine erste Rundtour. Wie läuft's? Ja, gut, sehr gut. Ich habe gerade schon gesagt, es ist ein Traum, es ist klimatisiert. Ja, es ist schon fast kalt im Ausstellerbereich, aber der ist auch die beste Klimaanlage installiert. Ja, siehste, also ich habe gerade schon gehört, 7000 Spiele auf dem Flohmarkt. Ja. Das wird ordentlich. Worauf freust du dich am meisten? Ich muss sagen, so wie hier jetzt, also was heißt freut, ich bin natürlich aufgeregt, mhm, ja, und sehr gespannt, wie unsere neue freie Spielefläche dann wirkt und einfach, wenn sie dann voll ist und so, es wird, glaube ich, großartig. Ich freue mich auch. Da gehe ich jetzt mal hin und nehme die Leute mal mit. Genau. Hier wird die Prototypengalerie sein, unter anderem. Da hinten haben sie sogar schon eine, haben sie gestern ihren ersten Banner. So muss das. Waren ganz schnell dabei. Sehr gut, ein Träumchen. Ja, also hier, wir haben auch so viele Prototypen wie noch nie. Also ihr seht, alle Tische sind wirklich ausgebucht. Also das ist wirklich auch ein Punkt. Wir sind ausgebucht, was die Prototypen angeht. Da hinten ist der Hotelbereich, da wird gefrühstückt und alles. Da kann man einchecken. Wir haben gegenüber vom Eincheckpoint haben wir jetzt auch eben direkt, dass man da Badges holen kann. Das hilft euch auch, um das Ganze zu entzerren. Und ja, hier, ich weiß gar nicht, ob man hier sitzen kann. Und jetzt nehme ich euch mal mit ins neue Herzstück. So, und wir laufen mal. Und da hinten, guck mal hier, da ist, seht ihr vom Weiten. Hier haben wir jemanden von Spieletastisch, ein Träumchen. Da hinten ist Mr. BerlinCon Nummer 2. Da laufen sie alle rum. Wenn man den Alex nicht am Telefon oder an der Funke hier sieht, dann stimmt irgendwas nicht. Nee, also Alex, ich kann es immer nur wieder sagen. Ohne Alex wird die BerlinCon zusammenbrechen. So, dann nehme ich euch mal hier mit. Dann geht man hier durch. Also es ist schon alles großartig. Der Hans, der kann's. So, von Fun Tales. Wo kann ich das Lucia gleich abholen? Das gibt die Leute sind am Stand bei uns.
Es gibt ja hier gleich der Henrik. Ist es am Stand? Nee. Ach so. Aber glaube ich nicht. Aber dann sage ich ihm Bescheid. Perfekt, super. So, die haben nämlich jetzt, dass sie Lucia auf Deutsch bringen. Ich habe den Prototyp, den haben die gestern ein bisschen gezockt, weil sie ihn irgendwie nicht mehr haben. Und ja, passt. So, hier geht man dann runter. Da hinten wird man nachher reingehen können. Und da ist der Berlin-Konstand, wenn man so möchte. Da wird man die Rucksäcke und sowas holen können. Da hinten übrigens, wo der Alex war, da ist auch eine Garderobe. So, dann nehme ich euch mal hier hin mit. Ihr seht, es wird fleißig aufgebaut. Piet! Piet! So, dann gehen wir mal hier. Da haben wir ein bisschen Catering. Also, ihr seht, es gibt hier schon gewisse Laufwege. Und das ist gut, das ist schön. So, und dann, da oben geht's hoch zum Teamraum. Auch ein viel, viel besserer Teamraum als im letzten Jahr. Und ich nehme euch zuerst mal hier hin mit. Da könnt ihr jetzt noch nicht so viel sehen. Wie gesagt, wir haben es früh am Morgen, viertel nach zehn, halb elf jetzt. Hier wird der Aber-Kinderbereich sein. Und Lego, die bauen da schon fleißig auf. Auch sehr, sehr cool das Ganze. Gerade gesehen, ha, ob der wohl noch bei mir reinpasst? Hallo. So, und wir gehen weiter. Genau, das ist nachher auch natürlich alles ausgeschildert, so wie sich das gehört. So, let's do it. Da oben bei den Treppen, da ist es auch extremst cool. Ich guck mal, ob wir uns da hochschleichen können, denn hier oben wird Blood on a Clock Tower gespielt. Also ihr seht, der Weg hinein in den Wahnsinn. So, und dann geht man hier hoch. Und die Leute werden schon wieder schreiben, Sven, warum bist du denn so außer Puste? Weil ich ein Kilo zu viel habe. So, und dann sind wir hier oben. Hier wird Blood on the Clock Tower gespielt. Und hier ist die freie Spielefläche, die jetzt gerade noch aufgebaut wird. Hier werden viele, viele Tische stehen. Und da hinten seht ihr, ja, ich kann gar nicht so nah ranzoomen, ihr merkt, wie groß das Ganze ist, die freie Spieleausleihe. Hammer. Ich kam gestern in diesen Saal rein und sagte nur, what the fuck, das ist großartig. Hier oben wird eventuell auch noch was zum Spielen sein. Mega. Ich feiere das wirklich ab. So, hallo, da oben kann man auch spielen. Großartig. Für all die Erhabenen unter euch, wenn ihr nachweisen könnt, dass ihr ein Adelsgeschlecht angehört, dann dürft ihr hier oben spielen. So läuft das. Dazu die passenden Bilder. Ein Träumchen. So, wenn YouTube mir jetzt das zensiert, dann ist das so. So, und hier geht's dann runter. Und ich weiß, was euch natürlich auch interessiert. Wo sind denn jetzt die Aussteller? Boah, das frage ich mich gerade auch. Ist alles noch ein bisschen verwirrend. Das suchen wir jetzt einfach mal. Das ist nämlich auch irgendwo. Schubidu, da ist der Raum. Ich glaube fast. Ha. Entschuldigung, wo ist der Raum für die Aussteller? Wo? Ausstellung? Für die Aussteller, wo ist da der Raum? Also die Halle, ja. Sie gehen bitte geradezu durch den Tunnel durch und dann ist sowohl auf der rechten Seite ist die Halle, okay. Und geradezu, wo die Türen noch geschlossen sind, ist die kleinere Halle. Perfekt, super. Das müsste aber offen und zugänglich sein. Perfekt, super, vielen Dank. So, also nette, hilfsbereite Menschen gibt es hier, die solchen Orientierungsdeppen wie mir helfen, damit ich nicht fünfmal im Kreis laufe. Wobei danach wäre das eine Kilo, was ich zu viel habe, wahrscheinlich auch weg. Lassen wir das. Ah ja, stimmt doch. Hier war ich auch gestern bei der Tour. Da wurde mir das schon gezeigt. Und genau dahinter seht ihr Convention Hall 2. Ja, es ist wie gesagt das erste Mal. Und da muss man sich erstmal zurechtfinden. Da hinten gibt es Catering. Da seht ihr es. Da ist auch noch eine kleine Halle. Ich weiß gar nicht, was da drin ist. Offen gesagt. Gut, werden wir sehen. Und hier wird
fleißig aufgebaut. Ja, hier wird auch gespielt, gekauft, geschachert, gewürfelt, geweint, gewonnen. Meine Alliterationen gehen mir jetzt langsam aus, aber it is what it is. Aber es fühlt sich so schön kühl an. Es ist ein Traum, Leute, ich sag euch das. Also, Cat würde jetzt sagen, es ist frostig, die braucht einen Pullover. Aber ja, bei 31 Grad draußen, 32 Grad, die es werden sollen, ist das schon ein Träumchen. Ja, wie gesagt, es ist noch alles hier frisch am Aufbau. Aber es ist schon cool. Es ist ein Fest. Wir freuen uns alle. Wir sind natürlich auch total gespannt, wie das alles von euch angenommen wird. So viel ist natürlich noch nicht zu sehen, aber daran arbeiten wir und natürlich auch die Aussteller, dass wir hier einfach ein cooles Erlebnis für alle schaffen. Und ja, da bin ich mir sicher, das wird ganz, ganz großartig. Ja, das soll es als erster kleiner Überblick mal gewesen sein. Wow. Ja, mega. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf die BerlinCon. Ich freue mich drauf, ein cooles, cooles Fest mit euch zu machen. Ich werde natürlich auch nochmal eine Tour machen, wenn alles aufgestellt ist heute Abend, damit ihr das auch alles seht. Aber jetzt mal so ein kleiner Blick hinter die Kulissen, was euch erwartet. Es wird auch noch, jetzt weiß ich es auch wieder, kurzer Nachtrag noch. Stimmt, wir haben ja zwei Ausstellerhallen. Das heißt, das ist die eine Ausstellerhalle und das, wo ich gerade gesagt habe, was ist das denn nochmal? Da nehme ich euch jetzt doch nochmal mit hin. Das ist die zweite Ausstellerhalle. Da war ja was. Also seht ihr, es ist auch für mich noch alles. Ich brauche mal Kaffee. Kaffee. Wenn man in Berlin ist, sagt man auch Kaffee, oder? Also normale Menschen sagen ja Kaffee. Aber ich habe gehört, in Berlin sagt man Kaffee. Wie ist das? Seid ihr Kaffee oder Kaffee, Leute? Schreibt es mal in die Kommentare. Ach, egal, ich brauche mehr davon. Genau, und dann haben wir nämlich hier haben wir Schmidt-Spiele. Ich laufe jetzt nicht über deren Teppich. Na, vielleicht ein bisschen... So, und da nehme ich euch mal mit. Und dann gibt es ja tatsächlich noch die kleine Rale. Ich bin aber auch eine Bratwurst. Grüße gehen raus an Thomas. So, und dann seht ihr, servus. Dann seht ihr hier nämlich noch eine Halle, wo es auch jede Menge Zeugs noch gibt und wo aufgebaut wird. Auch noch nicht so viel, da kommt auch noch einiges. Wie gesagt, wir haben es jetzt früh. Es gibt ja auch so ein System, wie die Leute hier rein dürfen, um aufzubauen, damit das alles nicht so chaotisch vonstatten geht. Und das macht dann natürlich schon Sinn. Klimbim. Ja, so. Das soll es für den Anfang erstmal gewesen sein. Ein kleiner Eindruck, ich habe es gesagt, ich gebe euch wahrscheinlich dann später oder morgen nochmal einen Überblick, was euch dann komplett erwartet, wenn alles fertig ist. Ich bin selber super gespannt, wie das aussieht und freue mich tierisch drauf. Das soll es gewesen sein. Ich brauche Kaffee. Obwohl es klimatisiert ist, es ist trotzdem warm. Ich bin fertig. Das ist der eine Kilo zu viel. Hallo. In diesem Sinne, ich freue mich, euch zu sehen. Sagt gerne Hallo und macht's gut. Danke, bis bald und tschüss.